Aber da oben ist irgendwas. Das wäre ja mal interessant zu erfahren, was da oben ist. Mal schauen, vielleicht finden wir es noch raus. Erstmal gehen wir hier runter. Aber ich glaube, da ist nichts weiter. Obwohl, vielleicht eine Schnecke. Oder noch eine Ader. Wer weiß. Das finden wir alles raus, aber nicht jetzt, nicht hier. So, ein bisschen Schaden genommen. Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen. Nee. So, wie läuft's denn hier? Oh, bis jetzt ganz gut anscheinend, alles klar. So. Eisenstangen, Beton. Und am besten nochmal Platten machen. Also verstärkte Platten auf jeden Fall. Dann holen wir die zuerst. Ja, nicht ganz hinterher kommt hier, aber ich nehme mal hier auch, weil die kommen ja, sind ja schon voll. Der kann die produzieren ohne Ende. So. 220 Platten, das reicht erstmal, würde ich sagen. Dann gehen wir mal down. Obwohl, ne, ich bleib hier oben. Ne, ich gehe doch runter. Dann kann ich noch was. Ich brauche ja noch Beton und ja, ich muss ja noch ein bisschen was in die Kisten verstauen, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. So. Den Speckpilz, das hier. Genau, ich habe da Mycelium hier gefunden. Vielleicht kann ich das ja analysieren jetzt. Ja. Alles klar. Turbodraht, okay. New technologies have been developed based on this new element, primarily in power and electronics, and can now be accessed in Hub Tier 3. Okay. Katerium-Technologie. Ach du Scheiße. Nein, das können wir jetzt auch machen. Schön, 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 schön. Katerium für Strom. Kann dann bis zu 7 Stromleitungen angeschlossen werden. Oh, ist ja geil. Das fetzt ja. Darauf freue ich mich schon. Wobei, ich könnte es ja eigentlich machen. Ich bin ja, theoretisch bin ich ja hier bei Stufe 4 schon. Stufe 3 könnte ich aber schon machen. Mache ich doch glatt. Kabel haben wir. Verstärkte Platten haben wir auch. Rotoren fehlen uns noch. Und Draht muss ich noch ein bisschen ranholen. Aber das ist ja kein Problem. Ach, da mache ich das doch schnell mal fertig. Dann bastle ich noch ein paar Rotoren und dann passt das. Ich glaube, ich brauche Schrauben dafür und Eisenrohre. Und Kupferdraht. Ich brauche Kupferdraht, gib mir Kupferdraht. Alter Schwede, das läuft ja hier wie am Schnürchen. So, nehmen wir mit. Und jetzt brauchen wir noch Schrauben. Haben wir da eigentlich noch was drin? Bestimmt Eisenstangen. Ja, stimmt, da waren ja noch Eisenstangen drin. Oh. Na, dann verarbeiten wir die erstmal hier. Schrauben. Was haben wir hier noch? Hey, noch mehr Eisenstangen. Und ein bisschen Kalkstein, Eisenerz. Ach, weiß was. Was soll der Geiz? Wir haben davon hier noch. Wir haben eine ganze Produktionskette hier. Das können wir alles weghauen. Das hier auch. Ich kacke jetzt mal auf das ganze Grünzeug hier. Das kann. Ne, das behalte ich mal. Das nehme ich für die Kettensäge. Das kann alles weg hier. So, haben wir ein bisschen mehr Platz wieder. Haben wir wieder ein bisschen mehr Freiraum. So. Okay. Schrauben haben wir. Eisenplatten wollte ich noch holen, ne?
Ja, ein paar brauchen wir. So, das reicht. Und was kommt hier? Xe. Wo hatten wir die Werkstatt hingestellt? Müsste doch. Da ist er. Ich wollte schon sagen, die war doch hier irgendwo in der Nähe. So, stellen wir mal Schrauben her schnell. Dann können wir noch ein paar Rotoren basteln. Und dann können wir Katerium-Technologie benutzen. Vor allem die Sprungbeine, die gefallen mir schon. Das ist schon geil. Wenn ich die dann habe. Aber es dauert ja noch. Brauche ich erstmal Katerium. Muss ich erstmal holen. Wobei, ich habe ja schon die Ader gefunden. Eine zumindest. Und ja. Dann schauen wir mal, wie wir Katerium überhaupt umwandeln müssen. Also, ob wir dafür noch extra was brauchen oder nicht. Aber ich glaube, da brauchen wir auch eine Gießerei für. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gleich gucken, dann, wenn wir das abgeschlossen haben. So, alles klar. Rotoren. Rotoren. Hier 68 können wir bauen. Naja, da passt ja. 25 brauchen wir nur. So, dann mache ich die Rahmen nämlich noch weg. Die Waffe packe ich auch erstmal weg mit den Dingern da. Mit der Munition. Brauche ich erstmal nicht. Dann gehe ich erstmal nochmal runter kurz. Beton hatte ich jetzt noch nicht eingesammelt. Okay. Oh, mit Katerium-Erz zu arbeiten, das wird geil. Mycelium lasse ich hier. Boah, so viele Nüsse habe ich. Scheiße. Wusste ich gar nicht, dass ich so viele habe. Ich habe ganz schön viele Nüsse. Das kommt rein und das. Und Feuer frei. Katerium-Erz. So, das behalte ich mal. Das behalte ich auch. Okay. Schrauben die auch nicht. Gut, dann brauchen wir noch Beton und dann war es das erstmal. Dann gehen wir wieder zurück. Boah, der hier fleißig, ne? Haben wir die Bänder verschnellert und dann ging es auf einmal los. Jetzt brettert er da durch. Naja, bei 3 Minen. Eine Verarbeitungsmaschine, ein Konstruktor. Da ballert er ordentlich durch. Ist auch gut so. Beton können wir nie genug haben. Da werden wir noch einiges von brauchen. Siehe das hier, was ich noch vorhabe. Ich will die ganze Loch hier zumachen am besten, ey. Scheiße. Da müssen wir mal gucken, wie ich die Produktion dann vorantreibe hier. So. Gehen wir erstmal rüber zur Kohle, beziehungsweise zu dem Ende, wo wir nichts mehr hatten, kein Material. Eisenstangen haben wir noch ein bisschen. Ich hoffe, das reicht bis hierher zumindest, damit wir nicht mehr ganz so weit laufen müssen. Dann würde es schon weiterhelfen, auf jeden Fall. Ich glaube aber, ich brauche bloß, wie viel brauche ich denn? 2, ach nein, dann wird es reichen. Dann wird das Zeug doch reichen, locker. So, ja. Das sieht schön aus. Der Wald hier, die Berge. Ah, schön. Irgendwann ist der Wald nicht mehr. Noch schöner. Aber dann freie Sicht auf das ganze Gebiet hier. Oh, noch mehr Beeren. Oh, schön, 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 schön. Alles wird hier weggeplantet, ey. Da ist Katerium-Erz. Okay. Aber es ist nur das Erz. Da ist ja nichts mehr. Da ist keine Quelle, also keine Ader oder sowas. Aber die Ader haben wir ja schon, wie gesagt. Da bin ich ja schon mal ein paar Mal vorbeigelaufen, wo ich die andere Kohle-Ader gesucht habe. Ne, es war bloß eine Ader, ne? Ja. Da hatte ich die eine Kohle-Ader schon gefunden. Da auf dem Weg dahin, da ist Katerium-Erz. Ich glaube auch unter diesem scheiß Felsen. Ich muss mal echt gucken, wie ich den Felsen platt kriege. So, hier sind wir. Wir brauchen jetzt die neuen.
Tiere. Jetzt gucken wir mal, ob das mit der Reichweite schon reicht. So. Nee. Gut. Reicht natürlich nicht. Warum auch? So, 1, 2, 3, 4. Okay. Haben wir. Zack. Den Strommast werde ich dann schön seitlich da laufen lassen, dass der dann auch nicht im Weg steht irgendwie. So. Zack. Oh, wird das schön grün. Ach, willst du mich eigentlich... Warum ist das alles zu lang? Toll. Mach ich hier umsonst noch so eine Dinger hier. Na gut, dann ist das so. So. Ich hoffe, die anderen sind besser mit den Abständen. So. Also das haut ja schon mal hin, das ist klar. Das habe ich ja gerade erstmal schön geändert hier. So. Haut hin. Das wieder nicht hin, wahrscheinlich, wa? Zu teuer. Ah, okay. Aber passen würde es. Okay, gut. Ja. Wie machen wir das jetzt? Ein Strommast kostet 3 Drähte und ein Beton und einmal Eisenstange. Okay. Ich meine, ich kann ja hier da, mal schauen. Wenn ich den Strommast hier anstelle, reicht das. Dann habe ich die Bienen auf jeden Fall versorgt. Dann werde ich hier eine machen. Da bin ich ja länger wahrscheinlich wieder. Dann hier und die beiden dann hier anzukoppeln, müsste ja eigentlich reichen, oder? Ja. Wie, nicht genügend Freiraum? Och, nee. Willst du mir doch verarschen hier? Gehen wir mal so. Sieht zwar kacke aus, aber zweckmäßig. Okay, es klappt. Und das klappt auch. Gut, dann machen wir es so. Sieht halt scheiße aus, aber na gut. So, und das müsste auch. Genau. So. Sehr schön. So, dann machen wir weiter mit Strommasten. Wenn wir die Förderbänder nicht bauen können, bauen wir erstmal Strommasten. Okay, die Ecken gehen. So. Okay. So, alles klar. Immer schön die Ecken nehmen am besten. So, dann ist dort. Dort, das müsste erreichen noch, oder? Ja, easy.
Mal, wie weit geht denn das bis zum nächsten? Kann ich ja ganz schön lang ziehen.